Die CDU geht von einer ganz normalen Legislaturperiode aus. Diese Regierung ist gewählt bis ins Jahr 2021. Und wir wollen unseren Parteitag im Herbst, Spätherbst 2020 so nutzen, dass wir dort das Grundsatzprogramm, das Regierungsprogramm verabschieden, dass dort die Frage der Kanzlerkandidatur geklärt wird, dass die organisatorischen Vorbereitungen so getroffen sind, dass wir sofort in das Wahljahr 2021, das wir im Übrigen mit wichtigen Landtagswahlen unter anderem in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz starten wird, auch sofort beginnen können. Es gibt eine Erwartung der Bürgerinnen und Bürger. Und diese Erwartung ist, dass wir diese Regierungsarbeit auch zum Wohle der Menschen in diesem Land entsprechend gestalten. Und dieser Mühen unterziehen wir uns auch entsprechend weiter.